Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei 700 Days to Die Ravenhearth. Wieder mit dabei der Sponti Hallöchen. und der Extreme zockt. Moin Moin. Und der erste Tod wird folgen. Ich habe noch 15 Leben und es droppt runter. Egal, dann. Warte, Killy, wo bist du? Killy, ich will bei dir rein. Nein. Killy, Aber ich will dann bei habe ich dir wenigstens rein. keinen Hunger mehr. Killy, Ich bin ich will dich allein lassen. Ich will dich an deinen letzten Schritten begleiten, Killy. Hey, wie du blutest mein Inventar, ne? Oh, Killy. Es tut mir so Neun, leid was für zur Hölle? Es gibt sogar dich. eine Windmühle. Kann man Oh, craften. Killy. Noch 7 Leben. Wenn ein Zombie stirbt, kommt er denn als Mensch wieder und frisst Zombies? Ja, cool. 5 Leben. Das wär's doch, oder? Bye, bye, Killy, goodbye. Salutschüsse. Killy, auf dich! Ne Cola! Ja, jetzt stirb endlich, Mann! Ja, ich bin tot und ciao. Alle warten die ganze Zeit. Ja! Killy! Oh nein, oh Kann ich seinen Körper nein! abbauen? Der Killy ist gestorben, oh nein! Aber es wäre echt geil, wenn aus meiner Leiche jetzt so ein Zombie wird, ne? Geil! Geil, ich hab Killy abgebaut. Ich hab Killy abgebaut und Klingenwaffe Stufe 3 gekriegt. Geil! Bitte schön. Als nächstes baue ich dich ab und Also tun wir richtig uns pimpen. Was das denn hier? Eine Feuerstelle soll es, glaube ich, sein. Oder Kili hat Steinblöcke gebaut. Ich habe Steinblöcke gebaut. Oh, So kann man ja, natürlich. Lehm werde ich dann auch noch. Also ich werde jetzt Bei uns ist nochmal. Lehm. Wo? Bei uns. Ja, achso, unten, ja, ich weiß. Nee, ich wollte jetzt nochmal Lehm hier reinschmeißen, genauso wie nochmal ein bisschen Eisenfragmente. Aber die Dosen dürfen wir nicht da reinschmeißen, weil die brauchen wir nochmal, um Wasser aufzufüllen vorerst. Ach ja, leck mich Ja, doch. die Dosen habe ich, 90 Stück habe ich mit, die fülle ich, wenn ich wieder hochkomme mit Wasser. Ach ja, hier guck mal, ne? Wohlbefinden minus 10, danke. Wie Ich war sieht's jetzt denn aus? 70, kannst du nicht sinken, Kitty, sei froh. Ja, ich bin bei 84. Hide Armor. Ach so, oh, ich muss das Tier. Ich habe noch Quest gekriegt, Tierhaut sammeln und so was. Und dann muss ich da Hosen aus Tierhaut noch machen und 1x1 mal überleben. Wo ist das andere mit dem Bogen? Ach hier, tötet any Zombies. Oh, ja, ich dachte, ich wäre schon fast fertig. Bin bei 7 von 25. Er läuft bei dir. Wir Was sind muss ich fertig. denn da machen? Musst du Mit dir den Steinblöcke craften? Zombies bist du fertig? Musstest du Steinblöcke craften? Nein, ich soll Zombies töten. Ja, ich nicht. Ich weiß, du hörst mir in der Regel nicht zu. Ich sagte letzte. Okay. Ich sagte letzte Folge, dass jeder, je nachdem, was für einen Koffer er sich ausgesucht hat, Ja, ich weiß, Quest, eine andere Quest Quests gibt's. hat. Ja, ich Und weiß. da wir nicht dieselben Koffer haben, Kili, Ein paar war andere es Quests? relativ wahrscheinlich, dass wir nicht dieselben Quests haben. Verstehst du, was ich meine, Töte ein paar Tiere, habe ich leider jetzt auch nichts gerade Spontan. angenommen. Oh, Exil, das wäre doch nichts. Nagel ein paar Hühner. Was? Töte ein Oh paar ja. Hühner mit einer. Wow, da steht da gar nicht, das ist zensiert. Töte ein paar Hühner mit einer. Mit einer was? Ja, was denn? Aber nur mit einer. Ja, das Und nehme ich was nicht hab ich an. denn hier gefunden? Challenge, Fancy Wallet, Herausforderung. Wir gehen nicht vor die Hunde. Oh So, nein, ich werde jetzt die verwischt. Schatzkarte lesen. Dann haben wir da mal vielleicht ein bisschen Antibiotika und Co. Der Schatz befindet sich. Oh ja, Wo mache ich auch mal. Wo ist meine genau? Ach du Schatzkarte? Scheiße. Ah, habe Okay. ich oben weggepackt. Alles klar. Ah, endlich habe ich wieder eine. Also da. Endlich wieder eine Steinaxt. Dann kann ich auch gleich wieder ein bisschen was auseinanderbauen. Ich werde mich jetzt ein bisschen Lehm und nochmal Eisen besorgen auf dem Weg dahin und werde halt den Schatz suchen. So ein Ihr bisschen könntet natürlich auch ein kombinieren. Oder. bisschen Nitrat holen. Dafür muss ich. Ach, nach Richtung Süden. Ja, gut, dann nehme ich hier nochmal den Stein mal eben mit. Du das. Wie das Auto einfach in diese Straße reingebackt ist. Ja, ist Ja, witzig, ne? gut, alles ist halt nicht so gefixt, ne? Ich dachte erst, hier wäre ein Loch oder so, wo es drin ist, aber ist ja gar nicht so. Alter, wie riesig diese Stadt einfach nur ist. Wieso Stadt? Hä? Wieso bist du in der Stadt? Weil ich nur mal das Auto mir angucken wollte und da steht am Rande der Stadt. Aha, okay, gut. Ich dachte schon, du würdest alleine irgendwie Oh, gehen. da ist ein. Das Oh, da ist machen wir ein. ja zusammen. Da ist ein Friedhof. Oh, hier ist Alter, ein was dicker, starker kreist Zombie. du denn hier so rum? Ich muss einen Hasen, Huhn, eine Boa töten, einen Hirsch und einen Bär. Wow. Eine Boa? Ja, eine Boa Ja. Constrictor. Boah. Oh, wie heißt der Zombie? Sven. Sven Was? Zombie. Sven? Hi Sven. Ja, Hallo? Sven Zombie. Sven ist der beste Zombie. Ich mag Sven.
Ich mag Züge. Ist aber echt stellenweise sehr ruckelig. Also. Alter, wie viel frisst das Vieh? Oh ne, wir haben schon 19 Uhr, das war absolut eine dumme Idee. Egal, ich Challenge. Ja, ich werde mir auch gleich auf dem Weg langsam nach Hause machen. Einfach auch nur, weil ich ja bald sterben werde und ich nicht möchte, dass mein Rucksack so weit von der Basis weg ist. Und dann kaputt gemacht wird. Oh, ich habe einen Spielzeugaffen gefunden. Ich bin so stolz auf mich. Herzlichen Glückwunsch, Spanty. Wow, hey! Wenn das mich nicht mal richtig weit bringt. Ein Spielzeugaffe, das ist ja... Wie viel Holz habe ich noch? Mehr Federn bräuchte ich. Wieso leckt es denn so? Oh. Vielleicht, weil wir wieder so weit auseinander sind? Es leckt gerade mega. Ich kann wieder nichts machen. Also bei mir leckt es nicht. Ich habe nur Dia-Show gerade. Also bei mir leckt es nur, wenn ich irgendwas eingebe. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Mein Lassen. Gott, was ist hier gerade passiert? Was ist denn hier los? Ja, wow. Nee, Pöllige keine Panik. Ahnung. Ich glaube, wir müssen es echt mal versuchen, auf dem Server zu hosten. Das macht so wenig Sinn. Oh, jetzt bei mir ist auch gerade, der Baum ist später umgefallen. Ja, wow, und ich wünsche, ich hätte das Problem. Ich habe Dia-Show, wie gesagt. Ich bin froh, dass ich keine Dia-Show habe, weil der Zombie nämlich auf dem Weg zu mir ist. Ja, bei mir sind hier alle Zombies gerade auf dem Weg zu mir. Könnte es einfach sein, dass einfach auch zu viele Zombies sind und das einfach die Kapazität sprengt? Ich habe keine Ahnung. Ja, alle, wenn wir zu dritt an verschiedenen Orten sind und halt in verschiedenen Chunks einfach Zombies spawnen. Ja, das ist gut möglich. Vor allem die richtig fetten auch noch. Und dann natürlich auch noch in der Stadt, damit halt ein bisschen weniger Zombies sind. Und gleich in der Nacht, wenn die richtig fetten kommen. Oh Gott, ich werde so sterben. Oh. Ich bin nämlich so weit außerhalb. Oh. Oh. Oh, oh was? Oh, oh. Hat der Spondy gerade Sojabohnen-Seeds gefunden? Ja, geil. Hat der Extreme gerade Hirsche gefunden? Nein, hast nicht. Und? Hat er recht, hab ich wirklich nicht gefunden. Voll ins Herz. Wow, das trifft mich mitten in mein Herz, dass du die Hirsch gefunden hast. Da Hirsch. Oh, riechst du gerne. Oh, ich habe eine Aloe Vera Pflanze gekriegt. Aloe e Vera. Ja, die brauchen wir. Ja. Also, da, wenn wir Erde da oben ansetzen, mein Gott. Kili, hast du schon Erde gesammelt? Ja, bin dabei. Also du musst auch noch die Seeds lernen, ne? Damit du Seeds draus machen kannst. Ja, geht aber erst auf Level 5. Sag mal, ich treff nix. Ja, chill. Ich bin fast viel, aber noch ein bisschen. Ui. Alter, wie schnell diese Chili da ist. Sag mal, was ist denn das? Meine Güte. Ja, ich versuche hier ein bisschen Platz zu schaffen auf dem Ramm. Zombies töten. Wow, ja. Der Hirsch läuft über Wasser und... Sag mal, stirbt der denn auch mal? Das ist ja unfassbar hier. Wie viele neue Zombies hier gespawnt sind. Was zum Teufel passiert hier gerade? Erstmal Screenshot davon, Mann. Das ist ja unfassbar hier. Es reizt mich ja schon, zu Extrem zu gehen und zu sehen, was er sieht. Aber ja, hier sind Hirsche, die auf dem Wasser rumlaufen. Geheimnisse der Hirsche. Doch, Kati, die Hirsche müssen sterben. Hirsch. Stirbt, was ist denn das? Ist der unbesiegbar oder was? Der stirbt einfach nicht. Alter. Wo ist denn der Extreme? Ist Extreme blau? Unfassbar. Extreme ist blau. Extreme ist ja am Arsch der Welt. Mhm. Ja, ich schwimme hier gerade mit den Hirschen um die Wette. Das ist... Ja, da wünsche ich dir viel Spaß beim Übernachten draußen. Dich lassen wir nicht mehr rein. In den Hintern. Nochmal in den Hintern. Sag mal. Oh, ich mache mir den auch so langsam auf den Weg. Also die Hirsche sind definitiv viel stärker als vorher. Was die hier aushalten, also 5-6 Pfeile unten noch mit dem Messer rein, das ist unfassbar. Jetzt meine Donutbüchse mitnehmen nächstes Mal. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Bam bam bam. Ich sterbe in 20 Minuten. Ich segel um die Wette mit dem Hirsch. Aber eigentlich könnten wir unten auch den Garten ansetzen, ne? Nee, ist das sogar eingezäunt? Nee, mach da mal lieber oben, weil dann können wir nämlich in der Nacht auch oben ernten. Ah, wir können natürlich die Überschüsse können wir auch unten reinmachen, ja, aber. Ja, ja, aber so, Überschüsse, aber das mal, so was grundsätzliches brauchen wir. Was ist denn los mit dem Hirsch? Der stirbt nicht. Der will einfach nicht sterben. Und ich mach hier unten einfach schon mal ein bisschen Platz und werde mal die Tische abbauen und sowas. Kriegt man ein bisschen Holz noch dazu, das ist ganz schön. Boah. Ja, mach das.
So können wir die Nachtwegs noch mal ein bisschen sinnvoll verbringen. Ist auch was Tolles. Also, wenn das eine Änderung ist mit dieser Mod, muss ich sagen, ein bisschen unrealistisch, dass ein Hirsch irgendwie 10 Millionen Pfeile frisst und dann noch mit einem Messer haust du mehrfach auf den einen und der stirbt einfach nicht. Vielleicht ist er ein Zombie-Hirsch. Ja, vielleicht ist er ein Platzhirsch. Pass auf, stech ihn nicht zu feste zu, sonst platzt er. Oh Gott, der war noch schlechter als Platzhirsch. Und der war schon schlecht, der war schon schlecht. Ist der Sponti wieder heimlich in der Aufnahme am Trinken? Ja. Oh, es hat er mitgekriegt? Ja. Ah, oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte leise genug gemacht. Ganz dezent, leise. Oh verdammt, kann man die Getränkekühlschränke nicht mit den Engländern abbauen? Ich weiß ja, es nicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Okay, lass ich die nicht, vielleicht. Aber die Küche kannst du ruhig stehen lassen, ne? Oh nein. Was? Oh nein. Ja, dann brauche ich keine neue bauen. Oh nein, der Schatz ist im Wasser. Mhm. Ich habe die Küche stehen lassen. Ich habe nur vielleicht den einen oder anderen Getränkehalter weggemacht. Das waren sie. Ja, wir können einen neuen machen, Kitty. Oh nein, glaub, meine Axt ist kaputt. Hin. Nein, kriegst nicht. Ja, meine Axt ist auch kaputt. Glück habe ich ein paar neue gecraftet. Oh, mir reicht immer eine einzelne Axt. Ich bin ja nicht so gierig wie manch andere. Ja, ja. Achso, oh, ach ja, ach ja, Holzrahmen. Ja, ich lasse mich jetzt verhungern. Ich bin eh Biohazard, da gebe ich jetzt ehrlich gesagt nichts aus. Das ist mir zu doof. So, 3 gesetzt. Und jetzt muss ich nochmal aufwerten. So, da hol ich dich mal weiter voran. Ich bin ja eh Biohazard. Also wenn ich jetzt sterben sollte, ist das halb so wild. Ich werde den Schatz jetzt einfach mal versuchen zu besorgen. Stimmt. Da hinten ist auf jeden Fall ein Händler. Und hinten links ist ein Zeltlager oder ein Militärlager. Das kann ich zumindest sehen. Und bei dir wird es eh keinen Sinn machen, weil du stirbst immer. Du, ja. Richtig. Ja. Also Extreme, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Achtung, Sponti, wir können in 4 Minuten lachen. Kannst du rennen. Ist ja geil. Ist ja geil. Hast du unten die Minen hingelegt? Immer doch. So, ich soll ein Lagerfeuer craften. Kann ich denn ein Lager? Der Schatz fertig. Müsste eigentlich genau jetzt unter mir sein. Sag mal, waren wir Piraten am Werk oder warum ist der Schatz hier unter Wasser? Ja, Arr, ich bin ein Pirat. Arr. Piraten sind auch dafür bekannt, unter Wasser Schätze vergraben zu haben. Oh, vor allem, ich habe ja nur diese lächerliche Steinaxt. Das ist ja noch das, was dazukommt. Unter Wasser mit einer Steinaxt rumzuwerkeln, das ist ja wow. Oh, ich soll eine gesicherte Truhe machen. Kann es sein, dass die Questreihe länger wurde? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sie so lange da ist. Das ist ja auch keine Questreihe des Standardspiels. Das ist von der Mod. Aber die normalen Dinge? Nein, das ist keine normale. Es gibt hier keine normalen. Das ist alles Mod. Ah. Ich muss auch schon eine Kiste machen. Ach, jetzt weiß ich, warum der Killer sich einen Speer gecraftet hat, weil die Quest das von ihm wollte. Ja, das gibt's ja in normalen 7, der ist ja gar nicht. Ja, aber den Speer hatte ich schon vorher gemacht. Oh, hör auf. Musst du noch einen machen. Ach, hör doch auf, wie willst du das denn erzählen? Das ist ja lächerlich, ey, hier zu buddeln, das... Komm, Sponti, ich helf dir. Ja, kannst schon mal weitermachen, ich will nur mal nebenbei... Ich brauche eine neue Axt. Schatzsucher. Das Inventar ist ein bisschen laggy, aber es geht. Man braucht ein bisschen Zeit und Muße, aber es geht. Komm, hauen wir es rein, Radius 5, dann ist es, haben wir es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe Schatz über 2 Skills mal reingehauen, damit das hier nicht ganz so anstrengend ist. Meinst du, das hat er jetzt auch schon direkt, also wenn es genauer in einer Karte angezeigt, wo es ist? Ja, also der Radius ist ja viel kleiner dann. Nein. Und unter Wasser? Ja, unter Wasser. Yay! Ach, du bist eine Mine. Du, Extreme ist da ganz einfach. Du musst einfach. Hubs. Achso, ich dachte einfach, er muss oben. Warte, was haben wir da drin? Nix. Und jetzt stirbt er. Wow. Geld wegen Piraten. Wow. Sprech dich aus. Ich komm nach Hause. Wow. Nice. Es war wohl eine Feder und ein bisschen Baumwolle drin. Es war. Wow. Ich komme nach Hause. Nice. Wir werden auf jeden Fall alle an Infektionen sterben. Es war episch. Ich habe einmal 378 Farbe gefunden. Und so geil. Ein Level 24er
Magnumgriff. Ja, ist doch geil. Ich verstehe, das Problem ist nicht. Hallo, Farbe. Da hinten ist unser Zuhause. Ich bin so weit weg. Jetzt können wir den alten Spielstand laden und unsere Mauer anmalen. Ja. Also, das ist echt ein bisschen, naja, also, so, ja. Ich kann mir echt Schöneres vorstellen, sagen wir es mal so. Ich mache mir mal einen besseren Bogen. Oh. Also Killy, du musst echt ganz, ganz schnell Level 5 werden, weil wir müssen echt anfangen, oben Sachen anzupflanzen. Ja, ich bin fast Level 4. Also Killy, schön weiter abbauen hier. Ja. Und zur Not gehst du runter und grab einen Krebs in die Erde. Vielleicht schaffe ich es in dieser Folge noch nach Hause. Ich eile mit Weile. Eile mit Weile, ärger dich nicht. Ich gib's mit Sahne oder auch. Das Geländer doch transportiert. Wieso? Fallen wir da nicht runter? So, das Eisen. Wer hier runterfällt, ist doof. Ja, Eisen brauchen wir, ne? Also. Ja, richtig. Richtig, Kitty. Eisen brauchen wir. Da wollte ich ja gleich sowieso mal schauen, wenn ich nach Hause komme, wegen der ganzen Forge-Geschichte, weil ich wollte ganz gerne diese Werkzeuggeschichte weiterverfolgen. Es lohnt sich nicht, jetzt was zu essen und zu trinken, weil es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Na, kann sein? Dann gibt es erst Dinge. Nein. Ach Quatsch, ich komme nach Hause, ist doch easy. Infiziert wie ich bin mit der Ausdauer, die ich habe, nämlich gar nicht. Kein Problem. In der Nacht. Kili, weißt du noch in der letzten Aufnahme diese riesen Zombie? Ja, der Yeti. Hat der Pinky? Nee, der Pinky. Hat er nicht geschrien, er wird seine Brüder auf uns hetzen und nur einer ist jetzt draußen? Oh Gott, der ist auch wirklich hier. Ohne Scheiß, der ist wirklich hier. Der steht hier im Wald. Ja, kill ihn. Aber er ist weiß und riesig. Alter, was rennt denn der? Kill ihn. Ja, ist der Yeti. Alter. Mach ihn kaputt. Den haben wir auch in der ersten Nacht gesehen. Hier, bring ihn mal mit. Wir kennen ihn innerhalb unserer Base. Hier sind mehrere. Bring sie mit. Okay, RIP, Extreme. Tschüss. Oh, warum konnte ich vorher wieder laufen? Alter, was war das denn? Alter, das wollte ich nicht das Glas kaputt machen. Oh Gott, ich hau ab. Warum machst du das Glas kaputt? Extreme, bring sie mit. Und das Geile war, ich konnte gerade nicht laufen und dann auf einmal hier am Ende ist auch immer schnell gelaufen. War auch lustig. Da ist noch ein Yeti, da ist ein Zombie, da ist noch ein. Alter, da sind zwei Zombies hier direkt vor mir. Geh mal aufs Dach, vielleicht sehe ich besser. Oh Gott. Ich kann mit dieser Infektion nicht leben. Wow, mich hätte auch keiner aufzuspringen. So, geschmiedetes Eisen ist fertig, wa? Wa? Leder ist auch fertig. Ja, ich wollte jetzt gucken, wenn ich zu Hause bin. Das stimmt denn nicht mit der? Hä? So, ich hau mal Eisen und... Ach, weißt du was, komm, ich renn einfach. Einfach rennen. Einfach rennen, rennen. Einfach rennen. Oh geil, ich hab aber Bier. Run. Geil. Los, lauf. Hier, warte. Oh, es laggt. Oh nein, es laggt. Hä, was willst du? Komm mal hoch, ich glaube, hier sind auch noch ein paar Bierchen drin. Ich will kein Bier haben. Nein, hör auf zu laggen. Ich hab ein Bier im Inventar. Ach so. Der Extreme wird gleich sterben. Nein. Und wir lachen alle voller Stolz. Hallo, ich habe einen epischen Schatz für uns geborgen, hallo? Sollte ich immer im Fahrstuhl drin sein? Also wenn ich sterbe, wird der Schatz für immer verloren sein. Oh mein Gott. Alter, das weiß oh mein Gott, wie sollen wir das denn rechtfertigen vor anderen? Ah, nee, war doch kein Anwehr. War nur jetzt mal wieder Ausdauer. Ausdauer. Oh geil, da war eine Cola drin. Hier sind tatsächlich noch Schränke, die keiner gelootet hat. Unfassbar. Ja, Katkat schreibt, wäre wirklich sehr schade, wenn du jetzt stirbst. Hättest du absolut nicht verdient. Ja, da kann ich nur zustimmen, Kati. Ja, da muss man sagen, sie kennt dich nicht. Nee. Doch. Sonst würde sie so nicht reden. Vielleicht meinte sie das auch nur ironisch, weil ich die Hirsche eben getötet habe und sie hat geschrieben, nein, aber vielleicht, ich weiß ja nicht. Ich glaube, du hältst das ein bisschen zu erotisch. Oh nein, die rennen alle. Ich bin gleich da. Ich sehe die Leuchtturm, ich sehe es da oben leuchten. Fernsehturm. Es leuchtet da oben. Das ist so. Oh, nein! Ich hab das Militärlager vergessen. Oh mein Gott. Ich hab's gerade, glaube ich, aus dem Augenwinkel habe ich nur noch so eine Rauchwolke gesehen, so eine rote. Fuck. Nein! Aber hey, ich bin nicht mehr infiziert. Yay! Wow, ich hab echt die Minen vergessen. Ich hab die Minen absolut vergessen. Ja. Das hätte echt so ein Killie-Move sein können.
Gott. Also ich habe es wenigstens überlebt, ja. Was heißt, was, Kati, was heißt Yuhukama? Was? Was? Der Cracked. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, ja. Wow. Nice. Umgebung wird erstellt, erscheine auf dem Bett und das zum Abschluss einer Folge. Epischer kann man eine Folge ja gar nicht beenden, oder? Warte kurz. Sponti, Killi, das kennst Killi, du doch, ne? Killi, guck mich an. Killi. Ja, ich warte kurz. Killi, nein, guck mich jetzt an. Die Folge ist gleich zu Ende. Guck mich jetzt. Killi, guck mich jetzt verdammt nochmal an. Ja. Sag meine Familie. Das ist die Liebe. Was? Geronimo! Auf den LKW! Ich bin zu lachen, ja, wenn du nicht mehr deine Sachen kommst. Wollen wir seinen Schlafsack schnell kaputt machen? Du wirst gerade gefressen, ist Monty? Weiß ich nicht. Ja, doch. Gut, und auf diesem Weg verabschieden wir uns. Oha, du hast dich hochteleportiert! Alter, was war das? Das wäre so witzig, wenn der Zombie mitgekommen wäre. So. Du hast dich gerade voll hochteleportiert, so. Hui! Ja, gut. Oh Gott, das war zu viel Action für gemacht. Eine Folge. Ich bin geheilt und ich bin ausgeruht. Ich bin zu alt für diesen Job. Die Links von den beiden Chaoten findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir sind erstmal raus und sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.